Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor spielt Resident Evil 7 in PlayStation VR. Es ist eine weitere Ausgabe angesagt und immer das Problem, Anmoderation machen und dann das Headset vernünftig aufsetzen. So. Es heißt ja, man soll die Brille auflassen. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht lieber dafür auf Kontaktlinsen oder so wechseln sollte. Aber wir wollen es ja einigermaßen scharf halten. So gut es geht. Ja, wir haben das letzte Mal uns gut weitergebracht. Hier bei. Wieso ist die Tür offen? Bei Resident Evil 7. Sind storymäßig einen Schritt weiter. Ist kurz vor Morgengrau, ne? Oder? Habe ich das Gefühl? Oder es ist einfach nur eine helle Mondnacht, gerade hier. Wir brauchen, um weiterzukommen, einen Laternenarm. Einen Laternenarm, sage ich schon. Wir brauchen einen Arm, aber dazu brauchen wir eine Laterne, um weiterzukommen. Leider hat sie der alte Oma bei sich gehabt. Lass mich mal checken jetzt hier, was wir für Zeugs haben. Die Münze können wir zurückpacken. Den Krähenschlüssel erstmal auch. Den können wir ja holen, wenn wir den brauchen. Den Rest würde ich behalten wollen. Und wir gehen jetzt mal hier hinterher. Machen wir die Tür zu. Ist das Bild das scharf, so wie ich sehe? Oder das ist für euch natürlich kein Unterschied. Aber ich hoffe aufs Beste. So, wir nutzen wieder die Abkürzung, um rüber zu kommen. Mit den ganzen, ach, wie eklig die Hände jetzt schon aussehen, ey. Die sind nicht mal irgendwo dran. Schaut euch an, die Tausendfüßler. Alright, also hier runter können wir, oder wollen wir besser gesagt eh nicht, aber hier runter, da ist sie. Oh Gott. Oh shit, was geht denn hier? Alter. Was zum Teufel? Das ist neu. Die hat sich hier so einen richtigen Bau gemacht, ne? So einen richtigen Insektenbau. Das ist ein Brunnen. Okay. Oh, ich habe Angst, dass sie mich gleich da oben greift. Okay, Augen zu und durch. Oh, wo bin ich denn hier? Shit. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Okay. Da ist noch ein Haus jetzt. Und da ist ein Tor. Wo bin ich denn hier? Okay, das ist das Gewächs, das alte Haus hier. Oder nee, das ist das alte Haus, das ist das Gewächshaus. Aber das ist das Haupthaus hier. Oh, war da was? Da war doch dieses Gatter, das zu war. Von der anderen Seite. Ah, geil. Geil, so richtig Dark Souls jetzt hier, ne? Jetzt haben wir den Gang aufgemacht und sind wieder beim Haupthaus gelandet. Und ich kann in den Wohnwagen. Oh shit, nicht, dass da jetzt hier Gegner sind. Ah, shit. Let me in den Wohnwagen. Bitte kein Gegner, bitte kein Gegner. Nee, ist der Safe-Raum noch? Ist der Safe-Raum noch, ja. Ich habe doch jetzt auch mehr Münzen, obwohl da ist die Magnum drin, ne? Wie viel hatte die? Ach nee, eine haben wir schon reingetan. 8 Münzen. Wie viele Münzen habe ich denn eigentlich? 5.
Gott, ich bin ein bisschen zu nah dran an der Kiste. Eigentlich können wir uns auch das andere Upgrade holen. Was war das hier nochmal? Erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Ja, lass das mal machen, komm. Magnum ist zwar auch ganz geil, aber eine höhere Nachladegeschwindigkeit wird uns allgemein helfen. Mit dem Shit, den wir haben. Gerade, weil die Shotgun nur 4 Schuss hat. Den können wir eigentlich direkt nehmen, ne? Den Stabilisierer. Entspannt die Muskeln und reduziert Stress, wodurch schneller nachladen können. Wirkt dauerhaft. Okay. Okay. Hier habe ich nichts. Also ja, ich muss ins Gewächshaus, da wartet wohl die Oma auf mich. Die Mutter, nicht die Oma, Entschuldigung. So, lass mich mal kurz nachdenken. Gab es nicht auch einen Krähenschlüssel im Haupthaus, dass ich da was anstellen kann? Wie kann ich denn hier... Ah. Schlangenschlüssel. Werkstatt war zu. Vorratskammer, Werkstatt, Krematorium. Ja, das ist das untere Stockwerk. Aber hier war doch nochmal ein Krähenschlüssel, wo ich... Oh, ist da der Krähenschlüssel vielleicht? Da wird einfach nur ein Schlüssel angezeigt, ne? Und hier... okay, ja, hier werden, das ist der Schlangenschlüssel, genau, den ich da hinten brauche im Verarbeitungsbereich. Und eigentlich auch hier im ersten Stock. Genau, das sind auch alle Schlangenschlüssel. Wo hatte ich den Krähenschlüssel nochmal gesehen? Warte mal, ich check mal kurz. Alter, ich habe immer Panik, wenn ich hier rauskomme. Das war nicht der Krähenschlüssel hier, ne? Nee. Aber ich hatte noch mal eine Tür mit einer Krähe gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ich weiß nur nicht mehr wo. Ah, was mir auch einfällt, da hatte jemand in den Comments geschrieben. Hast du mal Gregor im Kamin nachgesehen? Im Haupthaus, da gibt es noch mal Steroide. Wo du gesünder wirst. Oh, ein Kraut. Der will nicht. Da will ich vielleicht noch mal reingehen. Solange wir es können. Und da noch keine neuen Gegner aufgetaucht sind. Ich bin mir sicher, dass da irgendwo alles wieder voller Gegner sein wird. Fucking hell. Bevor ich mich da auch mal stelle. Weil das riecht gerade jetzt hier nach Bosskampf, damit ich die Laterne mir greifen kann. Wenn der werte Kollege nicht gesponnen hat... Nee, da hatte ich den Dietrich raus. So eine Packung Steroide. Die würde ich mir gerne nochmal greifen. Oh shit. Jetzt traue ich mich schon nicht mal mehr. So, gab es hier einen Kamin? Wo könnte ein Kamin sein? Shoot me, save me. Nee, Schlangentür da oben. Könnte der Kamin hier gewesen sein? Oh, shit. Ah, shit. Ah, shit. Shit. Shit, shit, shit.
Shit, 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 shit. Oder war da oben im Erholungszimmer? Weil ich hätte schon gern diese fucking Steroide. Jetzt lauf doch nicht gegen solche Sachen, du Arsch. Schublade nur. Ah, shit. Oh, ein Kraut. Oh, da liegt was Süßes. Schön Items mitnehmen. Nur shit. Im Safe-Raum vielleicht? Ne, das muss im Erholungsraum oben gewesen sein, ne? Verdammt, ich hätte den Comment ein bisschen ausführlicher lesen sollen. Der hat mir bestimmt verraten, was ich hätte machen sollen. Aber ich bin auch gerade auf die Steroide, verdammt. Oder war er da unten, wo ich den ersten, wie ist der, Molded, ne? Wo ich den ersten Molded gemodelt habe. Schießpulver, oh, ja. Da sage ich nicht nein. Immerhin. Oh, habe ich keinen. Ich dachte, ich hätte noch so Mischflüssigkeit. Okay, dann gebe ich mir einen letzten. Da gebe ich mir einen letzten, da gucke ich nochmal in dem Raum, wo der Hirsch war. Oh, ist die Tür jetzt von allein zugegangen oder war das jemand? Ich krieg die Krise, ey. Der Raum war hier durch. Ja, gespannt, Kollege Elias. Meinte, er will es auch in VR spielen. Aber der hat sich ja schon eingekackt. Beim Normalzocken. Und mir geht es auch nicht unbedingt viel besser. Beim hier spielen. Der Krähe. Ah, da. Krähe, 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 Krähe. Da habe ich es gesehen. Da habe ich es gekräht. So, da muss ich nur zum Safe-Raum. Oh Gott, kommt der Molded hier wieder? Nein, ich habe ihn gekillt. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Skorpionraum, Safe-Raum hier. Super gut. Lauf durch, Mann, lauf durch. Tür zu. Super gut, super gut, super gut. Ich wusste doch, dass ich einen Kriegsschlüssel gesehen habe. Moment, habe ich hier was zum Mischen? Ich habe nichts zum Mischen, verdammt. Aber ich packe die Dinger mal zurück. So. Ich hätte einfach abkürzen können, ne, durch die Tür. Aber ich war mir nicht mehr sicher, wie der Weg war. Oh shit, oh shit. Sei da bitte kein Gegner. Oh, warte mal.
Wir haben Diederich. Flintenmunition. Ist da noch was? Nein. Kriegenschlüssel, Kriegenschlüssel. Alter, was ist das? Schießpulver. Granatwerfer! Oh. Granatwerfer, Flammengranat. Oh, geil. Oh, scheiße, bedeutet das aber jetzt. Granatwerfer. Oh, ein Granatwerfer, Alter! Aber ich habe Angst. Okay, ist hier noch mehr? Das war doch schon mal was. Ich habe leider nicht. Ah, der Kamin. Aber der falsche. Oh! Da! Sie haben nicht genug Platz. Danke, lieber Kommentator. Das habe ich komplett übersehen. Da sind die Steroide. So, ruhig, 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 Brauner. Irgendwas zum Wegwerfen hier erstmal. Obwohl, nee, wegwerfen, Quatsch. Die 5 Sekunden latsch ich. Wegwerfen, das ist doch Quatsch. Die 5 Sekunden naht sich zum Schäferraum. Ja, super gut. Hat sich voll gelohnt. Nur jetzt bin ich ein bisschen im Dilemma. Flintenmunition. Normale Munition, ja. Ich möchte nicht so viele Waffen mit dabei haben. Den packen wir zurück erstmal. Der Flammenwerfer ist ein bisschen wichtiger. So. Weil die Steroide erhöhen unsere Gesundheit ja auch dauerhaft. Sollte immer bei. Bei Kaminen gucken, wenn da was ist. Wer, die hat jemand geklaut, da sind sie. Aber sie heilen doch bestimmt auch die Energie komplett, ne? Das heißt, ich bin jetzt auf mittlere Energie. Ich würde es erst benutzen, wenn ich auf rote Energie bin. Habe ich hier was übersehen? Orange Manure. Da, starke flüssige Chemikalie. Ja, geil. Da baue ich mir jetzt gleich nochmal ein bisschen Heilflüssigkeit. Eine starke nochmal extra. Damit ich die auf Halde habe. Oder soll ich Munition nehmen? Dann macht der starke Munition, die zwar geil ist, aber die nimmt noch einen weiteren Slot weg. Nee, ich mache das im Moment nicht in dem Safe-Raum. Im Wohnwagen safe. Habe ich hier noch was übersehen? Bestimmt. Flüssige Chemikalie, ja, tatsächlich. Die sind aber auch leicht zu übersehen. Die sind auch wirklich leicht zu übersehen. Ja, Galomat, 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 Galomat. Mach die Tür zu. So, packen die Dinge erstmal raus. Und dann gucken wir mal. Granatwerfer, Flammengranaten. So, wir machen erstmal. Ne, wir machen eine starke.
plus Kraut. Wir machen eine normale plus Schießpulver. Ja, eine starke. Mit dem Kraut. Da haben wir nämlich zwei von denen. Und die schwache mit dem Schießpulver. Oh, aber ich kann auch nur 30 auf einem Slot haben. Das ist doch kacke, Leute. Das ist doch Dreck. Oh, warte mal. Vielleicht, wenn ich nachlade. Nein! Oh, falsche Taste, ey. Ich Vollidiot. 10, 36. Nicht ja 1,4 zum Nachladen, aber egal. Ich hatte ja schon Energie runter. Ich hätte es nehmen müssen. Fuck, 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 fuck. Nicht Items verschwenden. Zwei, zwei jeweils. Ein Kraut, ein Schießpulver. Kurbel, Festbrennstoff. Flammengranaten. Defekte Pistole. Brauchst du wahrscheinlich so ein Reparaturkit, schätze ich mal, ne? Okay, lass es uns wagen. Let's do this! Ich erwarte einen Bosskampf. Schön, ey. Dark Souls und Bloodborne-esque. Dass man hier die Tür aufgemacht hat und in einer anderen Location ist. So macht man das ja eigentlich. Auch typisch Resident Evil. Jetzt gibst du mir eine starke flüssige Chemikalie, ey. Du dummes Schwein. Nicht verschwenden. Ist wohl echt sinnig, wenn ich Gebiete dann nochmal abgehe, wo ich mir ein bisschen sicher sein kann, dass keiner da ist. So, aber jetzt hole ich mir... Jetzt habe ich drei von dem starken. So, nochmal. Da habe ich drei von dem starken. Und ich will sie natürlich nicht verwenden. Ich will mich nur sicher fühlen damit. Sieht ja einigermaßen okay aus. Boah, ich hoffe nicht, dass ich alles verschwenden muss jetzt hier. Da geht's rein. Oder? Da oben? Oder hier unten? Eins von beiden. Ich suche die Gegend später ab hier. Oh, shit. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock. Verschlossen. Oh. Dann nach oben. Dann nach oben. Da bin ich rausgekommen. Was ist das? Schatzfoto. Toilette, irgendwas. I don't know. Ach, die Tür ist offen. Okay. Ich höre sie, ich höre sie, ich höre sie. Scheiße. Kreuze sind da. Oh shit. Oh shit. Brenner, Brennerkraftstoff, das ist sehr gut. Ich denke mal, ich werde den brauchen. Tonikum mache ich nachher, damit ich die Items alle suche. Oh Gott.
bin nervös. Oh Gott, jetzt. Malaka! Malaka, da war sie. Hier bin ich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh shit. Oh shit. Wo bist du? Brennen oder schießen? Wo bist du, dumme Sau? Habe ich gerade Brennerstoff genommen? Ja. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oh, du bist du! Da bist du! Da bist du. Okay. Was? Wie ist das denn passiert? So schnell? So schnell? Oh, ich habe nicht auf die Energie gehabt. Wie ist denn das? Oh, so schnell. Fuck. Weitere Käfer frei. Nester intakt, neue Insekten. Mit einem Brenner. L1 zu blocken. Stimmt, das habe ich. Hohe Streuung, Flintenschuss. Alter, wie schnell ging das denn? Fuck. Fuck, 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 fuck. Ja, immerhin startet es wieder hier. Oh, shit. Wann ist sie gekommen, als ich die Treppe raufgegangen bin, ne? Und noch nicht die Treppe raufgeben, sondern den ganzen Brennerkraftstoff erstmal holen. Sehr gut. So, da die Treppe nicht rauf. Dinger, ey. Kann nichts allein nicht verwendet werden. Mit was kann ich das denn kombinieren? Irgendwo hier war doch nochmal ein Flammendings. Ein Tor versperrt den Weg. Warte mal, das ist das Schatzfoto, oder? Nee, das ist eine andere Toilette.
So, war hier nicht noch ein Brenner? Ich werde das alles brauchen. Die war von der anderen Seite verschlossen, ne? Okay, nee, den muss ich dann erstmal finden. Den Rest lasse ich hier. Okay, okay, okay. Da kommt sie. Wo bist du? 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 Hier bin ich. Oh nein, da bist du. Oh, die ist da in die Wand gegangen, ey. So. Okay, also ihr breites Kreuz. Habe ich noch genug Energie? Alles klar. Ihr breites Kreuz. Oh, scheiße. Okay. Oh, scheiße, ich habe nicht mehr so viel. Wo bist du? Wo bist du? Oh, scheiße. Da. Drinnen Kraftstoff. Wo bist du? Wo bist du? Unten vielleicht. Wo bist du? Ein kleiner Süßer. Da bist du. Oh, ich höre dich. Ich höre dich. Du dumme Sau. Oh, entriegelt. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Ah, geschafft. Hoffentlich. Oh Gott. Ja, fall auseinander. Bleib doch einfach tot, okay? Ja, ich hab die fucking Laterne. Oh, shit. Kann ich das jetzt nicht einfach mitnehmen und verbrennen irgendwo? So die Einzelteile voneinander wegbringen, damit es nicht wieder zusammenwächst?
Alter Verwalter, was war das denn? Okay, lass uns die Gegend hier mal vernünftig absuchen. Obwohl, wir sind schon rappelvoll. Ich gehe zurück und lade die Sachen einmal ab, die ich habe. Zum größten Teil. Ich habe nicht so viel Munition verschwendet. Ich musste keinen Mal heilen. Das ist gut. Also schon. Entschuldigung, bisschen Munition und natürlich viel Flamme. Wo geht's hier raus? Alter Malaka! Ach, die andere Tür. Hier geht's raus. Alles klar. Sehr gut. Das war ein guter zweiter Versuch. Lass uns das erstmal alles reinschmeißen und dann, da war ja einmal so ein Psychotonikum. Ich will das Haus da ganz genau absuchen. Weil ich will nicht wieder was verpassen. So. Die packe ich auch mal rein. Ich will ja nur Items suchen. Da ist ja im Moment nichts, ne? Direkt nach dem Bosskampf soll das okay sein. Holy shit. Holy shit. So, irgendwo hier unten waren diese Psychotika, die mir die Items anzeigen. Da kann ich das mal ganz genau absuchen. Ich muss nur noch die Psychotika dann finden. Irgendwo hier unten, oder? Irgendwo hier unten. Eine Kraftstoff können wir gleich mal draufschrauben. Munition. Wo sind Psychotika? Vielleicht doch oben. Ach, Alter, 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 Alter. Was sind das eigentlich? Das sind zerstörbare Kisten. Ach, da liegen noch die Stumpen, ey. Da liegen noch die Stumpen. Kann ich sie nicht das Klo runterspülen? Items alle mitnehmen. Jetzt nehme ich die Psychotika wohl als letztes. Ja, vorsichtig. Ist das Magnum-Munition? Pistolen-Munition. Brennerkraftstoff. Voll machen. Voll machen. Ich habe sie nicht mitgenommen, weil es zu voll war. Die Psychotika. Ich brauche sie dann wahrscheinlich gar nicht. Na, das ist das, was ich als letztes finde. Geil. Hast du gut gemacht, Gregor. Hast du super gemacht. Könnte das der Schatz sein? Bei der Toilette hier? Bei der Toilette da? Ja, Pistolenmunition. Hier oben müsste alles abgesucht sein, ne? Gefühlt. Wie die da einfach rausgebrochen ist. Die dumme Sau. Starke Chemikalien. Da ist die Tür rausgebrochen. Da war die Tür raus. Ja. Hier ist sie durchgeschlüpft öfters mal.
Da ist, ach, ich Idiot. So, lass sie trotzdem mal benutzen. Habe ich hier was übersehen? Da ist was. Da ist was. Da ist was. Ja, Arznei. Da ist was. Ist ja echt jede Menge noch versteckt. Okay, dann gucken wir oben. Oben nochmal. Falls da noch was sein könnte. Ich weiß leider nicht, wie lange die Wirkung anhält von dem Ding, aber nicht zu lang, leider. Ist hier noch was? Oder kann ich zumindest was sehen? Ich glaube, aber hier oben ist sich einigermaßen gut geräumt. Nee, da ist noch was. In dem Raum. Wie komme ich denn da hin? Hallo? How to go to there? Wo ist das denn? Da oben, ne? Hallo? Ist hier eine Treppe oder so? Da. Hier war ich gar nicht. Ich dachte, das führt zu dem anderen. Oben. Nee. Doch. Doch, doch, doch. Hier war ich. Das kenne ich doch. Aber wie komme ich denn da hin? Das sind Items, die möchte ich haben. Gleich von außen. Ah, das ist die Treppe draußen, oder? Ah. Das Räumelchen. Da bin ich nämlich runtergesprungen. Ah, ja. Der hier. Spaltmittel. Und aber noch eins. Ja, die Wirkung hat nachgelassen, ne? Dietrich? Ne, habe ich nicht. Zwei Kräuter. Müssen wir merken, dass da ein Dietrich geht. Dann, okay, dann soll ich die Items haben. Deshalb bin ich vorhin nicht mal rausgekommen, weil es so eine One-Way-Street war. Ich fühle mich sicherer mit dem hier. Und Granatwerfer habe ich jetzt auch noch. Oh, das haben wir gut gemacht. Das haben wir gut gemacht. Also einigermaßen. Ist das der Schatz? Ich habe doch das Schatzfoto. Ich weiß nicht, was das hier ist. Keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, was das da ist. So. Puh, also was haben wir hier? Spaltmittel. Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen. Okay. Starke Flüssige. Wir speichern einfach mal ab. Da können wir ja uns eine Granatenmunition ganz gut machen. Das überlegen wir uns aber noch, Leute. Ich würde sagen, wir haben für heute mehr als genug erledigt. Ich bin auch wieder geschafft. Ist wieder gut für einen Tag Pause mindestens. Aber ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Hoffentlich genauso erfolgreich. Guckt diese Lampe da an. Ich war der Gregor, das war Resident Evil 7, das war ein Bosskampf und wir sind beim nächsten Mal wieder da. Bis dann.